Hallo, willkommen zusammen mit Küche. Heute machen wir Hackbällchen mit Erbsen und Kartoffeln. Wir fangen dann jetzt mit Zutaten. 600 Gramm Kartoffeln, Würfel geschnitten, 2 Karotten, auch Würfel schneiden, natürlich alles gut waschen und dann schneiden. Eine große Zwiebel, kleine Würfel schneiden, Erbsen 200 Gramm von TK. Eine rote Paprika, auch Würfel schneiden, die Chili kommen so ganz herein. Eine Ei, ein Zwiebel bitte fein reiben, eine Knoblauch gepresst, Esslöffel Tomatenmark, Handvoll Petersilie gehackt, Teelöffel süße Paprika, 2 Teelöffel Salz, halbe Teelöffel Pfeffer, Esslöffel Butter, Paniermehl 2 Esslöffel, Salz 2 Teelöffel, halbe Teelöffel Pfeffer, habe ich Cayennepfeffer, Esslöffel. Ja, ist so viel, weiß ich nicht. Das ist ein Buch, was du da erzählst. Ja, ich weiß. Teelöffel Hackfleischgewürz. 500 Gramm Hackfleisch, 1 Liter Gemüsebrühe. Wir fangen gleich an. Moment, ich mach das echt mal weg. Ich kann ja nachher nochmal sagen alles. Ich mach jetzt den Hackfleisch zuerst, okay? Dann tun wir jetzt Zwiebel und Knoblauch herein. Und die Paniermehl, Gewürze auch herein. Und die Ei, okay? Guck, schon fertig, so einfach ist das. Und Öl, Moment. Öl schnell hier. Esslöffel Olivenöl herein. Gut. So, jetzt schön mit der Hand bearbeiten. So. Ach, Petersilie habe ich vergessen, Moment. Petersilie noch rein. Okay, jetzt ist alles drin, endlich. Okay. Ich bearbeite jetzt mit der Hand. Das kann 4-5 Minuten dauern. Bis gleich. Die Hackfleisch habe ich gut bearbeitet. Wenn Sie Zeit haben, bitte tun Sie ihn zudecken, 1 Stunde Kühlschrank reintun. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich mache jetzt halt. Wir zeigen, wie es geht. Wir zeigen, wie es geht halt. Jetzt nehmen wir so ein Stück Walnussgröße und Teller reintun. Teller mit Öl beschmieren. Also. Ja, genau, damit nachher besser rutscht. Darum habe ich das Öl da reingetan. Okay? Genau so bearbeiten, wie ich mache. Genau so fallen lassen, die ja, gleich. Genau. Guck, ich kann auch 2 Stück machen. Oh nein, bitte mach das. Bitte nicht nachmachen, 2 Stück. Immer einzeln. Guck, das ist ein bisschen schwer vielleicht. Okay? Ich mache jetzt so weiter, bis alle fertig ist. Bis gleich. Die Hackbällchen jetzt fertig. Ich habe die Pfanne genommen jetzt. Tun wir Olivenöl rein etwas. Pfanne ist heiß. Kann gleich Hackbällchen rein tun. Ich riech's schon. Okay. Jetzt tun wir es gleich rein. So, jetzt, ja. So. Ab und zu mal bitte schwenken. Genau, ab und zu schwenken oder mit dem Löffel umrühren, bitte nicht gleich. Ein bisschen warten muss man. Sonst macht ihr Hackbällchen kaputt. Okay, das kann 7-8 Minuten dauern. Bis gleich. Also der Hackbällchen ist jetzt etwas angebraten, jetzt kommt die Zwiebel rein. So, so. Bisschen umrühren. So, die muss man 2 Minuten umrühren. Bitte immer umrühren, bis gleich. So, jetzt kommt Tomatenmark rein. Butter rein tun. Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer auch rein. So, jetzt etwas umrühren. Jetzt tun wir
Kartoffel und Karotte rein. Paprika. Und die Chili tut mit Gabel einstecken. Die tut Kanzer rein. Bis da einstecken. So. Ich will nur die Aroma rauskommen, nicht der scharfe. So, tue ich so rein. Kichererbsen. Moment. Das umrühren. So. Das ist dann Brühe rein. Guck ich mal, ob wie viel passt. Ich will nicht alles rein tun. Wo ist ein Löffel jetzt? Okay, Deckel. So, wenn es Kochen anfängt, 30 bis 35 Minuten niedrige Stufe kochen lassen. Bis gleich. Die Hackbällchen ist jetzt fertig. Zeige mal nochmal Deckel auf. Vorsicht. So heiß noch. Gucken wir mal. Ein bisschen umrühren. Wenn ich so kann. Ist nicht blöd, aber. Okay, soll ich es hinstellen oder? Brauchst nicht mal. Okay. So kann man es dann servieren. Ich wünsche einen guten Appetit mit Hackbällchen. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.